Salve zusammen! Einen schönen Gruß an die Traderfront. Wir haben Freitag, es ist der 23. Juli und es ist 21.46 Uhr. Das ist der DAX, eine Kerze, ein Tag. Hier sind die altbekannten Marken drin. Wer gesehen hat, wie der sich an der 15.300 gewehrt hat, aber dann auf einmal durchging, der hat gemerkt, dass hier verschiedene Signale gut gegriffen haben. Ich hatte gesagt am Mittwoch, das hier ist die Pflicht, die 20-Tage-Linie, diese 15.570. Und jetzt macht er die Kür. Diese Kür kann, vor allen Dingen mit den Amis im Hintergrund, kann locker die 15.800 sehen. Das sind ja nur noch 130 Punkte. Das ist dann auch nicht mal mehr ein Prozent. Interessant wird es, wie er sich hier verhält. Ob er praktisch spiegelbildlich sowas macht, einmal drüber schießt und dann wieder abfällt, beziehungsweise in diesem Fall steigt, oder was er macht. Wichtig ist für mich nicht nur die 15.800, und da muss er also ein bisschen mehr drüber, also 15.850, das würde ihn dann nochmal freischaukeln, also richtig freischaukeln, vielleicht sogar, aber ich zweifle das immer noch an, auf die 16.000. Wichtig ist jetzt auch das obere Band, ihr seht, wie das aufgegangen ist. Und am Mittwoch hatte ich gesagt, dass der Richtung abwärts gerichtete Band sollte sich einrenken. Dadurch, dass wir jetzt so schnell gestiegen sind, kann das gar nicht runterkommen, sondern macht sogar sich hier oben nochmal leicht auf. Wir sind vom MACD her positiv, vom Oszillator her positiv. Ich habe den Eindruck, schauend hier auf das Momentum bzw. auf das Sentiment, dass die wird nicht so richtig angenommen, diese Mini-Rallye, die wir gerade eben machen. Ich habe den Eindruck, da sind immer noch mehr Leute short als long. Wir haben sämtliche bekannten Retracements überboten, sogar das 76er. Vielmehr, da sind wir gerade eben dran. Aber der hat noch durchaus Möglichkeiten, sich hier weiter vorzuarbeiten. Wie gesagt, das obere Band mit 15.922 ist jetzt für mich recht wichtig. Ich habe folgenden Schein mitgebracht, und zwar für einen Call. Ich wollte eigentlich direkt hier unten drunter, weil die 15.300, die wir hier schon als Doppelboden hatten und die wir da mit Akzeleration durchstoßen haben, die ist schon wichtig. Also die darf jetzt nicht nochmal fallen. Ja, deswegen würde ich einen Schein relativ knapp hier drunter legen, so 100 Punkte, 15.200er Basis. Habe ich noch keinen gefunden, aber es gibt einen 15.046er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GH6FCR. Der muss aber gestoppt werden, spätestens bei 15.250. Im Moment hat der alle Chancen. Ich tue mich sogar mit dem Put momentan ein bisschen schwer. Wo soll ich denn anlegen? Ich kann den nicht hier kurz hinter der 15.800 anlegen. Band wäre mir auch zu eng. Den muss ich hinter die 16.000 legen. Da muss ich einen Hebel ein bisschen hoch machen. Und dieser Put kommt auch nur dann in Frage. Man muss jetzt einfach den mal laufen lassen, wenn wir die 20-Tage-Linie wieder deutlicher unterbieten. Erst dann. Sowas hier bietet sich an. 16.132, das ist ein 31er Hebel. Auch ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH4TAY. Der liegt also noch hier hinter. Aber den muss ich spätestens dann, also wer ihn jetzt kauft, ich mache es jetzt erstmal nicht, spätestens bei 15.950 muss ich den stoppen. Ich würde den, ich packe den auf die Watchlist, erst dann angreifen, wenn wir unter die 20-Tage-Linie gehen. Dann wäre ich vielleicht sogar auch bereit, ein bisschen tiefer zu gehen mit dem Schein. Aber jetzt, aus momentaner Sicht, muss ich davon ausgehen, dass wir das hier jetzt auch nochmal ausschöpfen. Ob es dann dreifach top wird, das werden wir spätestens, sagen wir mal, am Mittwoch wissen. Die Chancen, die er hat, sind recht gut. Alles hier positiv, ist nichts zu meckern. Also von daher, ich bin angenehm überrascht, dass er den Weg hier so zielstrebig verfolgt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.